In diesem Videokurs geht es um drei Techniken, die du lernen kannst. Vereilstricken, also das Stricken mit zwei Farben. Steken, als Technik rund stricken zu können, auch wenn das Strickstück später flach sein soll. Und drittens, Strickschriften trotz Zunahmen beliebig einteilen und vergrößern zu können. Das alles am Beispiel eines Niki-Tuches in der Größe eines halben Bandanas, damit du eine grobe Vorstellung hast. In dieser Größe also in etwa ein kleines Niki-Tuch, was sich dann später so knoten lässt, um ein bisschen was Wärmendes oder auch Schmückendes am Hals zu tragen. Es wird also eine Videoreihe aufgeteilt in kleine Portionen und heute gibt es den ersten Teil, eine Einleitung zum Tuch, aber auch schon den ersten Strickteil. Ihr könnt jederzeit an die für euch relevanten Stellen springen, denn ich setze Timestamps unten in die Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia, Strickdesignerin für internationale Garnmarken seit rund 30 Jahren. Und während unserer Livestreams entstand der Wunsch oder die Idee, mal ein kleines Niki-Tuch in Vereil zu stricken. Ich bin also hergegangen, habe überlegt, welches Muster sich eignen würde. Und weil ich ein großes Faible habe für Einrichtungen und Gegenstände aus fernen Ländern, war ich gedanklich beim Entwerfen des Tuches in Marokko. Ich habe mir, es ist lange her, von einer Reise marokkanische Kacheln mitgebracht und dann ein altes Nähmaschinengestell damit gefliest. Marokkanische Kacheln sind bekannt für ihre lebhaften Farben, komplizierten Muster und vor allem die Handwerkskunst, mit der sie hergestellt werden. Die Kacheln werden in der Regel von Hand zugeschnitten, glasiert, bemalt und haben komplexe geometrische Muster, oft florale Designs oder abstrakte Formen. Und weil die Muster so symmetrisch sind und sich wiederholen, kann man die Kacheln zusammensetzen und das Muster wird weitergeführt. Und das sieht immer richtig klasse aus und man kann ganze Flächen damit gestalten. Die Muster und Farben haben oft tiefe symbolische Bedeutungen und wie gesagt, leuchtende Farben, blau, grün, rot, weiß und gelb vor allen Dingen auch und spiegeln die natürlichen Farben Marokkos wider. Vom Himmel über das Meer bis hin zur Erde. Also eine wunderbare Inspirationsquelle für das Niki-Tuch. Okay, gehen wir erstmal durch die Eckdaten. Das Tuch wird wie ein halbes Bandana groß, also an der oberen Kante 90 cm lang und die Höhe einmal quer durchgemessen von der Spitze bis zur oberen Kante wird in etwa 45 cm betragen. Natürlich kann man es jederzeit länger stricken. Das Muster kann man ja fortführen und ein richtig großes Tuch rausmachen. Es wird wie ein gleichschenkliges Dreieck gestrickt von unten der Spitze nach oben. Im Material braucht ihr zwei unterschiedliche Farben. Farbe 1, Farbe 2 oder umgekehrt Farbe 1, Farbe 2. Schön ist es natürlich immer, wenn man ein Verlaufsgarn nimmt und das mit einem Uni-Garn kombiniert. Man kann es aber auch komplett in Uni machen. Also einfach zwei Uni-Farben, das geht natürlich auch. Je stärker ihr den Kontrast wählt, also von hell zu dunkel, desto stärker wird das Muster herausstechen. Ich habe hier die Allegria Grande. Das ist ein butterweiches Merino-Garn, Superwash mit ein bisschen Polyamid. Kann man sogar auch dicke Socken rausstricken. Aber es ist für Tücher mega weich, eine tolle Qualität, handgefärbt und fand ich für dieses Marokko-Thema ganz passend. Die Allegria Grande gibt es also in Farbverlauf, gibt es aber auch in Unifarben, Semi-Solid nennen die sich. Daher passt das ganz gut zusammen und diese Farbe hat zum Beispiel die Nummer 9275. Das Blau-Grün ist aber auch wunderbar und das hat die Nummer 9632. Es gibt aber noch viele weitere Farben.
Diese Farbkombi haben wir angestrickt und die entwickelt sich so. Weiß ist die Grundfarbe und bunt ist die Musterfarbe. Die Frage nach dem Verbrauch ist nicht so einfach. Also in dem Tuch mit Steak stecken bislang ein Strang bunt und ein Strang Uni. Aber es muss ja noch eine Blende drumherum gestrickt werden. Und da es die Wolle nur auf 100 Gramm Strängen gibt, braucht man also zwei von jeder Farbe. Man könnte natürlich den Rand auch komplett in Uni stricken, dann braucht man ein bisschen weniger. Also das reine Tuch ohne Blende wären 200 Gramm. Und dann noch eine Rundstricknadel passend zum Garn und ein Nadelspiel und auch Maschenmarkierer. Zwei Stück in jedem Fall. Ist ja nicht die dünnste Wolle, deshalb hat das schon eine gewisse Dicke. Ich finde es aber okay. Es lässt sich leicht stricken. Die Fäden schmiegen sich toll aneinander. Und das hier ist noch nicht mal gedämpft oder gebügelt oder gespannt oder etwas und macht trotzdem schon ein tolles Bild. Und denkt halt dran, das Muster kommt umso stärker heraus, je stärker der Hell-Dunkel-Kontrast ist. Also wenn ihr an dieser Wolle interessiert seid, die findet ihr in unserem Online-Shop. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung, aber vielleicht habt ihr auch Reste in eurem Stash, könnt ihr ja erstmal schauen und probieren. Ich gehe einmal durch die Muster, damit ihr eine Vorstellung bekommt und dann stricke ich vor Reihe für Reihe. Da gibt es zunächst einmal den Steg, der besteht aus 5 Maschen. Das ist also dieser Bereich hier und diese 5 Maschen wechseln sich ab. Dann gibt es das Muster an und für sich, also das Vereilmuster. Das wird am Anfang in Reihen gestrickt und später dann in Runden. Für das Muster gibt es eine Strickschrift. Und diese Strickschrift zeigt einen kompletten Mustersatz. Der besteht aus 20 Maschen und 20 Reihen. Es gibt noch keine Strickanleitung für das Tuch. Dafür gibt es ja die Videoreihe. Aber um euch die Strickschrift zu besorgen, meldet ihr euch bei uns zum Newsletter an. Diesen Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung und dann bekommt ihr die Strickschrift als Download-Link. Und ich habe die Strickschrift ähnlich aufgebaut wie eine marokkanische Kachel. Es gibt einen zentralen Punkt, es gibt geometrische Formen und setzt man jetzt diesen Rapport von 20 Maschen und 20 Reihen immer und immer wieder aneinander, entsteht ein großflächiges Muster. Und das sieht aus wie das, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt ist es noch ganz spannend, je nachdem, was man als Grundfarbe wählt. Wählt ihr zum Beispiel einen hellen Ton, wie hier bei dem Mustertuch, also ein Weiß, hat man dieses Ergebnis. Tauscht ihr die Farben und nehmt die bunte Farbe als Grundfarbe, wie hier auf dem unteren Bild zu sehen, tritt das Helle ein bisschen mehr in den Vordergrund. So kann man auch wunderbar halt mit den Farben spielen. Oder hier nochmal, oben ist Grundfarbe weiß, unten ist eine bunte Grundfarbe gewählt und so treten halt die Flächen auf unterschiedliche Weise hervor. Also die Strickschrift, wie gesagt, bekommt ihr für eine Newsletter-Anmeldung zum Download. Und ich werde nicht in bunt, sondern in grau und weiß vorstricken. Das ist für das Auge ein bisschen ruhiger und kann man besser nachvollziehen im Video. Zur Strickschrift muss man Folgendes wissen. Bei mir ist also die Grundfarbe nicht bunt, sondern grau. Farbe Nummer 1. Musterfarbe ist weiß. Farbe Nummer 2. Gestrickt wird in glatt rechts. Am Anfang in Reihen, und zwar einmal den Reihenrapport in der Höhe. Das bedeutet, über diese ersten 20 Reihen strickt man in Hin- und Rückreihe, die Ungeraden hin, die Geraden zurück, also die Ungeraden mit rechten Maschen, die Geraden, also die Rückreihen mit linken Maschen. Nach diesen ersten 20 Reihen strickt man das Muster in Runden weiter und da hat man dann natürlich nur noch rechte Maschen.
Der Musterrapport besteht aus 20 Maschen, aber, das zeige ich euch gleich beim Stricken, wir fangen nicht hier bei der ersten Masche an zu stricken vom Rapport her, sondern in der Mitte und die ist hier, Mitte. Denn das war ja die dritte Stricktechnik an dem Teil. Wir haben das Vereilmuster als eine Technik, wir haben die Stegmaschen als zweite und das Muster von der Mitte her einzuteilen als dritte. Denn es müssen ja Zunahmen erfolgen beim Tuch und die sind hier in der Strickschrift nicht mit drin. Dass man das aber auch gar nicht braucht, sondern wie man das macht, wenn man die Zunahmen nicht mit eingezeichnet hat, das zeige ich euch. Ja, und das ist das Wesentliche zur Strickschrift. Und dann kann es losgehen. Ich schlage 12 Maschen an im Kreuzanschlag. Das ist aber nicht wichtig, ihr könnt auch einen anderen Anschlag benutzen. Elf, zwölf. Es wird gewendet. Die Randmaschen stricke ich übrigens rechts, aber auch das ist nicht wesentlich, weil ohnehin der Rand später wegfällt, der ist nicht sichtbar und es wird dann sowieso bald in Runden weitergestrickt. Also könnt ihr die Randmaschen machen, die ihr möchtet. Und ich teile auch in dieser ersten Rückreihe direkt schon die 5 Stegmaschen und die Mustermaschen ein. Also eine Randmasche rechts, dann noch 4 Maschen links, dann sind es insgesamt 5 Maschen. Und danach wird ein Maschenmarkierer eingehängt, denn das sind die Stegmaschen. Dann kommen 2 Mustermaschen. Jetzt noch links gestrickt und wieder ein Maschenmarkierer. Es bleiben 5 Maschen übrig. Die werden links gestrickt bis auf die Randmasche und die wieder rechts. Ups. Rechts. Und wir haben die Mustereinteilung. 5 Maschen rechts, 5 Maschen links, 2 Maschen in der Mitte. Ab jetzt, nach diesen beiden ersten Vorbereitungsreihen, wird zum einen das Muster gestrickt, zum anderen aber auch Zunahmen, denn das Tuch muss ja wachsen. Und die Zunahmen werden in jeder Reihe gestrickt, also in jeder Hinreihe, und zwar nach den 5 Stegmaschen. Und vor den 5 Stegmaschen und in jeder Rückreihe genauso. Das heißt, es gibt in jeder Reihe, auch später, wenn es dann Runden sind, in jeder Runde 2 Zunahmen. Immer nach und vor den Stegmaschen. Und ich mache die Zunahmen gerne aus dem Querfaden rechts verschränkt. Oder eben in der Rückreihe links verschränkt. Und diese Zunahmen plus 2 Maschen in jeder Reihe werden bis zum Ende des Tuches weitergeführt. So, es kommt also die zweite Reihe und jetzt wird alles gleichzeitig gemacht, beziehungsweise parallel. Die Stegmaschen, die Zunahmen, das Vereilmuster. Stegmaschen werden gestrickt, eine Masche grau, eine Masche weiß im Wechsel. Wir hatten ja auch schon sehr viel über Fadenhaltung gesprochen und ich mache es gerne so, dass ich beide Fäden halte. Da die dritte Stegmasche, die vierte wieder in weiß, die fünfte wieder in grau. So, 5 Maschen für den Steg, Maschenmarkierer rüber. Jetzt kommt die erste Zunahme, immer in Grundfarbe, was jetzt hier ist grau. Rechts verschränkt aus dem Querfaden. Gibt es auch verschiedene Methoden. Ich lege mir den einmal auf die Nadel, steche dann hinten ein und stricke rechts verschränkt eine Zunahme. Jetzt kommen die 2 Mustermaschen. Da muss ich natürlich auf die Strickschrift schauen, in welcher Farbe die jetzt gestrickt werden. Und zwischen den beiden Maschen
ist die Mitte der Strickschrift, also genau hier. Also genau hier. Das heißt, ich habe die 10. Masche und die 11. Masche, beide sind grau. Masche 10 und Masche 11, Masche 10 und Masche 11, beide werden grau gestrickt. So, und dann kommt die zweite Zunahme der Reihe vor den 5 Stegmaschen, wieder aus dem Querfaden, rechts verschränkt. Maschenmarkierer rüber und 5 Stegmaschen, angefangen mit Grundfarbe grau, weiß, grau, weiß, grau. Und so sieht das dann aus. Müsst ein bisschen darauf achten, dass der weiße Faden nicht zu stramm liegt, und dann wird gewendet. Kommt also die zweite Reihe. Die erste ist weg. Ich habe jetzt hier für die Rückreihe zwischen den Maschenmarkierern 4 Maschen zu liegen. Die neuen Zunahmen dieser Reihe werden erstmal noch nicht berücksichtigt, was das Muster angeht, sondern es geht nur um diese 4 Maschen. Und die markiere ich mir hier. Das ist die Mitte. Und sehe jetzt also eine grau, 2 weiß, eine grau. Gestrickt also wie folgt. Eine graue Stegmasche als Randmasche. Eine weiße Masche in links. Eine graue Masche in links, eine weiße, eine graue, Maschenmarkierer rüber, Zunahme aus dem Querfaden, dafür hebe ich mir den wieder auf die Nadel, verdrehe ihn und strick links ab. Ups. So. Jetzt erst kommen die 4 Mustermaschen. Das hatte ich mir ja markiert auf der Strickschrift. Eine in grau, 2 weiße, eine in grau. Und wieder eine Zunahme aus dem Querfaden, das heißt Querfaden auf die linke Nadel heben, hinten reingreifen, verdreht zurück und dann links abstricken in Grundfarbe. Die linken Reihen sind immer ein bisschen frimmeliger, aber das ist ja nur über 20 Musterreihen hinweg und dann geht's ganz einfach weiter in Runden. Aber hier jetzt nochmal einmal Steg, grau, weiß, grau, weiß und dann rechts wollte ich die Randmaschen stricken, rechts, so. Alles ein bisschen anziehen und wenden. Denkt dran, dass diese 5 Maschen am Ende sowieso versteckt sein werden. Die wird man nicht sehen. Wenn das also ein bisschen krüppelig wird, das ist kein Problem. Die verschwinden. So, es kommt die 3. Reihe. Wieder eine Hinreihe. Und ich habe jetzt durch die Zunahmen bedingt zwischen den Maschenmarkierern ja 6 Maschen liegen.
Diese 6 Maschen müssen mustergemäß gestrickt werden. Ich habe also hier wieder eine dazu. Rechts und links. Und kann dann wunderbar ablesen, ich muss 2 graue, 2 weiße, 2 graue stricken. Und die neuen Zunahmen dieser dritten Reihe sind da nicht mit berücksichtigt. Die werden immer erst in der Folgereihe mit ins Muster integriert. Also es geht wieder los mit Steg, grau, weiß, grau, weiß, grau. Maschenmarkierer rüber. Zunahme aus dem Querfaden. Jetzt das Muster. 2 grau. 2 weiß. 2 grau. Und wieder die Zunahme aus dem Querfaden. Maschenmarkierer rüber. Stegmaschen. Und die dritte Reihe ist beendet. Wenden, es kommt die vierte Reihe. Ich schiebe mir wieder eine Reihe hoch, markiere mir die beiden Zunahmen aus der dritten Reihe mit im Strickmuster. Habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen. Kontrolliere einmal kurz gegen. 3, 4, 6, 8 Maschen liegen zwischen den Maschenmarkierern. Passt wunderbar. Das macht man alles im weiteren Verlauf nicht mehr, aber jetzt am Anfang und je nach Wissensstand ist das nicht verkehrt, das so zu machen. Also vierte Reihe. 2 grau, 4 weiß, 2 grau. Stricke erstmal die Stegmaschen. Eine in grau, eine in weiß. Grau. Weiß, grau. Maschenmarkierer rüber. Zunahme aus dem Querfaden in Grundfarbe, also grau. Dann 2 graue Maschen des Musters. 1, 2, 4 weiße. Natürlich müsst ihr in den Rückreihen die beiden Fäden vor der Nadel führen, damit sie nicht auf der Vorderseite der Arbeit sichtbar sind. 4 weiß, 2 grau. Eine Zunahme. Aus dem Querfaden verschränkt, aber als linke Masche. Maschenmarkierer rüber. Eine graue, eine weiße, eine graue, eine weiße und eine graue Randmasche. Das war Reihe Nummer 4. Reihe Nummer 5, wieder 2 Maschen dazu, eine rechts dazu, eine links dazu. Stegmaschen.
Markierer rüber. Querfaden rechts verschränkt in Grundfarbe. 3 Grau, 4 Weiß, 3 Grau. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zunahme aus dem Querfaden. Markierer, Wegmaschen. Und das war die fünfte Reihe. So, ich denke, das Prinzip ist klar. Ich werde jetzt die sechste Reihe, die siebte Reihe, die achte, die neunte und die zehnte stricken, weil wir dann einmal den gesamten Rapport haben, der 20 Maschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die ersten 10 Reihen sind gestrickt. Zwischen den Maschenmarkierern liegen 20 Maschen, Vereilmuster und noch die 2 Zunahmen der Rückreihe. Aber Reihe 10, 20 Maschen, das deckt sich natürlich mit der Strickschrift. So soll es auch sein. Mein Rand sieht nicht so super ordentlich aus, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich sagte ja, dass diese Stegmaschen ohnehin wegfallen, wo dann später die Blendenmaschen aufgenommen werden. Ob ich die Trennung drin lasse, davor oder danach zunehme, das wird man sehen. Aber das ist ein guter Anfang. Und wie es jetzt weitergeht, dass das Muster nach rechts und nach links erweitert wird, das zeige ich euch im nächsten Teil. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss.